Ein Fiat. Platz Nummer 3, Kategorie Fiat. Entschuldigung, Platz Nummer 2. Es tut mir leid, Platz Nummer 2 habe ich verwechselt. Sind schon alle weg? 2. Der war heute auch nochmal da. Zweimal ein Auto waschen, glaube ich. Hat jemand. Also. Ja, jetzt hat er. Dann bitte jetzt den Platz Nummer 1, Fiat. Ice Age Auto. Aber du musst jetzt mal was fragen. Fahrzeugpflege brauchst du mal Nachhilfe, oder? Das macht gar nichts, weil wir sind die ganze Nacht hier gewesen und die Autos sind aussauber. Das ist aber blöd. Echt? Ja, aber du musst es. Aber das ist nur mal fair, gell? Also ich muss kurz sagen, er ist so oft nicht unter die Top 3 gekommen, weil so viele das Innenraum von dem Fahrzeug nicht genau angeschaut haben. In dem Auto ist so viel Carbon verbaut, die Innenausstattung ist aus dem Alpha raus und der Rudi, der schraubt wirklich schon lange an dem Auto rum. Ich habe ihn kennengelernt vor 5 Jahren, da hat er eine rote Seitenschweller dran gehabt und eine rote Front oder so und das Auto war völlig im Anfangszustand und er hat das Auto wirklich mit Liebe zum Detail umgebaut und es muss halt einfach auch, sage jetzt einfach mal, belohnt werden. Und deswegen finde ich jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du den ersten gemacht hast, weil das ist auf jeden Fall verdient. Carbon ist mehr Arbeit wie zu beledern, das ist meine Meinung. Ich denke, da sind glaube ich alle deiner Meinung. Ein Leder zieht man einfach drüber und Carbon, das muss ein paar Tage backen. Ne? Ist auch schlecht. Aber finde ich gut, dass so viel Fairness da ist, dass wir immer anders an den ersten Platz gehört. Super sei. Peugeot. Nummer 72, oder? Was haben wir noch? Der dritte Platz ist auf Platz 2 gelandet. Ein 106er. Oder stimmt das nicht? Doch, das stimmt. 106er die Show. Viel gemacht. Bekannt auf mir fällt auch so ein und da ist immer was kaputt. 206 CC. Die Sitze sind, glaube ich, vom RC. Stimmt das? Schade, er hat einen Kompressor. Ich habe das Thema, die Sitze erinnern mich immer an einen Walfisch. Also, wir brauchen eine Seat und Skoda. Die Startnummer 158 und 103. Honda haben wir. Startnummer 73, 81. Also. Ich denke, die Bewertung. Bitte kein Gummi, ich habe Kopfweh. Bitte nicht. Dankeschön. Der nächste Renault. Ein Renault-Tier. Das war auch ein Tier. Nochmal ein Tier. Okay. Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 auch verdient. Der Pokal passt wenigstens zum Auto. Schwarz. Hallo, auf Platz Nummer 1, der Olli wieder. Ich weiß nicht, er steckt so viel Zeit und Liebe in das Auto.
das muss einfach belohnt werden. Das Auto, wenn alles täuscht, wird der viel gefahren, gell? Oder ja, gut, das ist ja logisch, du fährst auch jedes Treffen, gell? Nur Leute unter 18 da. Platz 2. Willst du mal zu mir kommen und mir den Aufkleber erklären, was du vorne drauf hast? Ja, das haben wir das lieber machen. Das lassen wir mal. Also es ist ein Julegruß, ne? Stimmt, gell? Habe ich mir mal sagen lassen. Das ist die Jugendfrei oder so. Bitte Andi. Nein, das sage ich nicht auf Englisch. Schlecht. Also auf Platz 1, Kategorie Seat Skoda, haben wir einen Seat. Was war da auf dem Dach drauf? Und wo ist das jetzt? War das aus Aluminium? Dann hat die Polizei gesagt, du musst den runter machen. Nicht? Alles klar. Ja, okay. Er hat auch einen Tunergruß auf der Scheibe kleben. Platz Nummer 3. Gratuliere. Also, die Startnummer 81, Honda bitte. Nice. Ihr braucht sie nicht zu klatschen, ich sitze jeden Tag. Ihr Schleimer. Das ist Platz Nummer 2. Iceman. Sag mal du Iceman. Iceman. Es geht. Hast du eigentlich das ganze Jahr Winterreifen drauf? Alles klar. Den letzten Honda, bitte zu mir. Okay, Platz Nummer 1. Ich denke, er ist auch gut für dich. Stimmiges Gesamtkonzept, kann ich mir sagen lassen. Da passt einfach alles zusammen. Ich rufe jetzt die nächsten Kategorien auf. Sonstige Asiaten. Die Startnummer 40, 199, 139. Als nächstes kommen US-Cars. Als nächstes die Nummer 170. 170. Platz Nummer 2. Platz Nummer 2. Jetzt Platz Nummer 1 bei Toyota. Wir treffen mit offenem Kofferraum, wenn wir das zeigen. Er hat die Jacke farblich zum Auto gewählt. Das Auto? Sollen wir gleich versteigern? Also, wir fangen. Sollen wir mit 3 Euro anfangen zu überwiesen? Kein Spaß. 9000, hast du gesagt? Ja, 9000. Das ist ungefähr 15.000 wert. 9000 geben. Alles klar, okay, habt ihr gehört? 14.000 ist er wert. Und für 9 gibt er her, bei Autoscout steht er drin. Okay, 210 PS hat er. Der könnte vielleicht laufen. Gummi! Läuft. Gummi! Läuft. Gummi! 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 Gumm
Ja, dann geht's mal da vorne weg, wir wollen die kaputte Sportkupplung sehen, bitte. Ja, die ist echt kaputt. Oh, er hat auch einen Tuner-Gruß auf der Scheibe. Und kein Kennzeichenhalter. Und kein Kennzeichenhalter. Hast du einen Schrumpfschlauch über deine Scheibenwische gemacht? Echt, oder? Schaut cool aus. Als nächstes die Nummer 193. Und danach 139. Ja, das könnte möglich sein, das Ding. Gut. Die Nummer 2. Die Handbremse bitte bis zum Dach. Auf dem Auto fängt ein diskriminierter Aufkleber. Wir könnten hier einen Zuspiel machen. Wer findet den diskriminierten Aufkleber? Diskriminiert. Man muss immer auf den Besuch machen. 39, Platz Nummer 1. Er hat ein Buch im Motorraum liegen gehabt, wo sein Umbau beschrieben war. Ich glaube, es war der, wo sein Zylinderkopf komplett geschliffen hat mit der Hand. Stimmt das? Ist das korrekt, oder? Also, es gibt Menschen, die haben sowas erfunden, das heißt Sandstrahler oder Schleifapparat. Da gibt es mehrere davon. Aber okay, Handarbeit ist auch in Ordnung. Das war 139. Als nächstes kommen wir zu den US-Cars.